Ich begrüße Sie aus dem Investmentcenter von Hyposuisse Privatbank in Zürich. Seit der leichten Schwäche Mitte Juni hat der Aktienmarkt in der Schweiz um 10% zugelegt, seit Anfang Jahr gar um 20%. Damit liegt der Schweizer Aktienmarkt international im Mittelfeld. Allerdings, die Aktien liegen zum Teil weit auseinander. So trennen im SLI die besten von den schlechtesten über 60%. Soll der Anleger jetzt auf die Gewinner des Jahres oder die Verlierer des Jahres setzen? Ich spreche heute mit Alfred Steininger, Leiter Aktien- und Fondsanalyse, über die heißen Aktien des Jahres. Alfred Steininger, was waren denn die Gründe für die gute Performance an den Aktienmärkten dieses Jahr? Ich denke, dass vor allem die sehr expansive Geldpolitik der weltweiten Notenbanken die starken Kursanstiege der letzten Monate erleichterte, aber auch die Gewinnausweise der Unternehmen fielen sehr zufriedenstellend aus, großteils über den Erwartungen. Und auch seit Jahresmitte profitieren die Aktienmärkte von sehr starken Zuflüssen in aktiv und passiv verwaltete Aktienfonds. Welchen Einfluss erwarten Sie aus der laufenden Ergebnissaison? Ich erwarte einen sehr geringen Einfluss aus der laufenden Berichtssaison, obwohl auch über das Jahr gesehen die Berichtssaison im typisch historischen Berichtsmuster ausfällt. Das heißt, ungefähr 2/3 der Gewinnerwartungen werden übertroffen. Die aktuellen Kurse sollten durch die Gewinnausweise abgestützt sein. Ich erwarte aber keinen zusätzlichen Kurstreiber aus der Berichtssaison. Die Gewinner des Jahres, die vier Gewinner des Jahres stammen aus drei unterschiedlichen Branchen. Heißt das, dass unternehmensspezifische Faktoren wichtiger sind als Branchentrends oder Konjunkturzyklen? Nein, ich glaube, dass es eine Kombination von beiden Faktoren ist. Einerseits spielten unternehmensspezifische Faktoren eine große Rolle, einerseits durch Kostensenkungsmaßnahmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite durch Produkterfolge konnten die Unternehmen punkten. Andererseits waren aber auch makroökonomische Faktoren dafür verantwortlich, vor allem die Normalisierung der Renditen am langen Laufzeitende. Mit über 60% Performance war Lonza der bisherige Gewinner des Jahres. Was verlieh der Aktie den Auftrieb? Lonza setzt seit Jahresende den Kursanstieg weiter fort. Auch in diesem Jahr 2012 kam die Aktie stark unter Druck, weil Investoren Ängste bezüglich einer möglichen Kapitalerhöhung hatten. Dank operativer Verbesserungen konnte das Management diese Kapitalerhöhung abwenden. Nun holt der Titel weiter stark auf. Aufgefallen ist auch die Aktie von Swiss Life mit einer Performance von über 50%. Und das, nachdem sie auch schon 2012 zu den Gewinnern gehört hatte. Was ist hier der Grund für den rasanten Anstieg? Swiss Life als klassische Lebensversicherung profitiert am stärksten von der Normalisierung der Zinsentwicklung, vor allem der höheren Renditen am langen Laufzeitende. Im Verlauf dieses Jahres ist die 10-jährige Rendite des Schweizer Eidgenossen erstmals wieder über 1% geklettert. Aber auch unternehmensintern helfen die Kostensenkungsmaßnahmen, wodurch eine Trendwende in der Gewinnentwicklung eingetreten ist bei Swiss Life. Und auch die fundamentale Bewertung ist weiterhin als günstig einzustufen. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1 finden sich weiter Käufer im Markt. Schauen wir uns das andere Ende der Rangliste an. Da sehen wir, dass bei den Verlierern des Jahres auch viele Industrieunternehmen zu finden sind. Überrascht Sie das? Die Kursentwicklung der Industrieunternehmen war sehr unterschiedlich. Wir haben einerseits Gewinner, die deutlich höher als der SLI performten. Hier wäre die Adecco-Aktie erwähnenswert. Die Anleger setzten während des Jahres auf eine Erholung der Lage am europäischen Arbeitsmarkt. In den USA hat sich ja die Situation am Arbeitsmarkt bereits stabilisiert, deswegen die überdurchschnittlich starken Kursanstiege. Am anderen Ende der Tabelle findet sich eine Schindler-Aktie. Schindler mittlerweile notiert bereits im Minus dieses Jahr aufgrund schwacher Halbjahres- und Neunmonatszahlen. Mit einem Rückgang von 5% war SPS bisher die schwächste Aktie im SLI. Ist es nicht ein bisschen überraschend, dass ausgerechnet im Immobilienboom eine Immobilienaktie zu den Verlierern gehört? SPS liegt sicherlich am stärksten unter der Normalisierung der Renditen, sprich der höheren Zinsen. Zur Jahresmitte hat der Titel noch auf Allzeithöchst notiert. Aber auch die Preisentwicklung im gewerblichen Immobilienbereich könnte bereits den Höhepunkt überschritten haben. Deswegen bewog es einige Anleger, in dieser Aktie Gewinne mitzunehmen. Wie soll sich der Anleger bis zum Ende des Jahres positionieren? Soll er jetzt auf die Gewinner setzen oder soll er davon ausgehen, dass die Verlierer des Jahres bis zum Jahresende aufholen werden? Ich denke, dass aufgrund der markttechnischen Situation sich die Rangliste kaum verändern wird. Das heißt, ich erwarte, dass sich die Gewinneraktien auch zum Jahresende weiterhin am oberen Ende der Tabelle befinden werden.
Und ich empfehle den Investoren auch, diese Titel weiter im Portfolio zu halten. Alfred Steininger, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne.